Willkommen zurück bei Enchanted. Boah, wir haben ja schon ein kleines Haus gebaut und ich dachte, wir bauen uns jetzt mal magische Truhen. Da fehlt aber im Stauraum. Stauraum, Stauraum. Miasmasporen. Die kleinen Truhen habe ich schon gebaut und in die Kiste gepackt. Flüssigkeit und Miasmaholz habe ich auch gesammelt. Und da dachte ich, da gehen wir zusammen hier ins Miasma. Und da ist ja auch irgend so ein Elixierbrunnen. Machen wir das mal, verbinden wir das miteinander. Auch ein Elixierbrunnen, ja, ist ja hier vorne. Verbinden wir miteinander und töten so viele Gegner, wie es geht. Da war ja die Miasmasporen von den Gegnern bekommen. Da unten drin zu sein. Hier ist ein Respawn-Punkt. Ach, guck mal, da haben wir schon Gegner. Hier ist mal Sporn. Ja, so wollen wir das sehen. Wir sind jetzt hier rein. Rum. Ah, schauen wir hier. Das verbraucht aber sehr viel Ausdauer. Oh. Irgendwas sehen. Da ist die Treppe. So. Geht aber sehr tief. Den abgekürzt. Rot, da gehen wir lieber nicht hin. Und da hinten lebt's. So, Gegner, Gegner, Gegner. Wir brauchen ganz viele Gegner. Hier ist gar keiner. Da ist einer. Hallo. Genau. Donnernder Erfolg. Besiege den Wächter des ersten Elixier. Position erreicht. Zerstöre die Miasma-Wurzel. Quelle unseres Leins. Zerstöre sie mit einer Holzfäller-Axt. War ja dabei. Das gibt einen Fertigkeitspunkt. Das ist ja gut. Fertigkeit war da. Wir wollten noch hier. Haben wir den jetzt schon? Einen haben wir noch nicht. Aha. So. Was gibt es hier noch so Schönes? Zauberer, Heiler, Kampfmagier, wer? Dieser Zweig. Intelligenz erhöht den Magieschaden um 5%. Parade Mana ersetzt die Ausweichrolle durch einen Kurzstreckenteleport. Wir können eine Ausweichrolle machen. Okay. Magieschaden. Wenn mit Stabschäden gegen Gegner verursacht wird, besteht eine Chance von 24%, dass 2% Mana wiederhergestellt wird. Ja. Gar nichts, das Mana wieder auffüllt, ne? Nur die Magieschaden. 3 statt 6 Sekunden, um einen Verbündeten wiederzubeleben. Mensch. Prachtparade. Gnadenloser Angriff. Grunddauer für ein ausgeruht Buff wird um 5 Minuten erhöht. Oh, das machen wir mal so. Hört sich ja gut an. Schaden, wenn du hinten. Pechangriff.
Weiter, ja, das ist doch mal gut hier. Außer Reichweite. Spitzhacke? Ja, machen wir Spitzhacke. Holen wir uns als nächstes das hier. Dann hält die Spitzhacke auch länger. So. Finde die Jägerin. Ja, wir wollen aber Gegner. Die explodieren. Keine Gegner. Sind die alle? Das ist nur der eine. Aber das ist jetzt aber enttäuschend. Laufen halt ein bisschen durchs Miasma. Fällt mir auf, hier unten ist jetzt auch gar kein Miasma mehr. Das war noch so aus. Okay, also wenn wir die Wurzeln zerstören, können wir hier unten seelenruhig unsere Zeit aufladen und dann weiter kämpfen gehen. Und sind die nicht alle unten? Ja. Bisschen ärgerlich. Hier ist noch runterlaufen. Kein Greifhaken. Dann laufen wir oben durchs Miasma und hoffen, dass wir da Gegner finden. Okay, Truhe. Rucksack voll. Dein Ernst jetzt? Ist ja Rucksack voll. Noch. Was brauchen wir am wenigsten? Na, hier diesen. Ja, da wir jetzt im Miasma kämpfen müssen, dann wäre das. Mal hier ein so ein Glühwürmchen, das kann er mal weg. Wir haben schon wieder irgend so eine Waffe bekommen. Das sollte doch jetzt. Oh, dann zerlegen wir die auch gleich. Oh. War hier nicht eigentlich der Weg nach oben? Hier ist der Weg nach oben. Also, das kommt her. Ey, also mit Mittelstrecke. Auch eine Übertreibung. Also wir müssen dann irgendwann mal gucken, wie man hier Rierrolle, also Ausweichrolle, was auch immer. Habe ich gerade ein schwachsinniges Schild eingesammelt? Das war einfach nur ein Stein. Also. Habe ich genau gesehen. Also der Bogen geht weiter wie dieser komische Magierstab hier. So. Aber da hinten war auch ein Gegner. Da oben sind welche. Nehmen wir wohl lieber einen Bogen. Doch halt einfach. Wir brauchen auch irgendwie bessere Pfeile. Ach, hier ist auch kein Miasma. Also um den ganzen Turm nicht. Oh, das hat aber eine gute Reichweite. Was ist das hier eigentlich für ein Zeugs? Kann man das abbauen? Kriegen wir da irgendwas Neues? Myzel. Aber das haben wir ja schon. Ja, dann hör auf. Ist das doch auch Myzel, oder? So, Gegners. Oh, Gegners.
Na ja. Sind alle frei. Töteten war hier ein Baum und schon haben sie alle frei, oder wie? Warum ist denn hier keiner? Wir brauchen 15 Sporen pro Kiste. Ist schwierig, wenn hier keine Gegner sind. Oh ne, warte mal. Ja, nee, oh. Geht da drüber nicht hin. Schnell wieder da runter, dass mir erstmal aufläuft. Also die Zeit ist mir erstmal. War nicht irgendwo, ne? Ja. Gut, also in die Richtung, da dürfen wir nicht. Ah, dann sind wir hier reingegangen eben. Nur dieses kleine Stück. Dann gehen wir jetzt gehen wir mal hier lang. Vielleicht sind da ein paar Gegner. Irgendwo werden ja wohl Gegner sein. Da. Tot. Nicht tot. Aber jetzt. Und jeder hat nur eine von diesen Sporen. Also wir müssen 45 Gegner platt machen. Da ist noch einer. Der hatte zwei, das ist gut. Was ist das? Plündern. Damit sie die Zeit wieder herrscht. Ah, okay, dann können wir länger im Jasma bleiben. Also eine Reset-Uhr. Hier keiner. Wenn wir nur normal gehen, lädt sich auch die Ausdauer wieder auf. Einmal ein bisschen laufen, ein bisschen langsam gehen. Also hier ist irgendein... Aha, guck mal. Haben wir auch irgendwas dabei? Aber es wird mal gehen hier. Uiuiui. Gut, Linksbeine, ja. Sammeln wir auch, die brauchen wir bestimmt für irgendwas anderes. So. Aber die Frage war ja, ist hier oben jemand? Außerhalb des Miasmas. Dann ist das da ja auch Myzel, ne? Da ist ein Wolf. Ups, runtergefallen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo sind die alle? Hallo? Ein Stein. Da ist rot, da gehen wir nicht hin. Nee, falsche Waffe. Das mit dem Nebel ist auch so eine Sache. Ja, runtergefallen. Hm, super. Nee. Aber wo bin ich denn? Da. Also die Käfer leuchten nicht, wenn man sie platt macht. Habe ich den anderen erschossen? War das hier? Vielleicht sollte man die nicht alle mit dem Bogen töten. Die scheinen tagsüber nicht zu leuchten. Oder man sieht es in diesem Miasma sehr schlecht. Da ist irgendwas aus Stein. Okay, also wenn wir da runterfallen, sind wir tot. Wo geht's denn hier lang? Salzquell. Ah, wir hatten ja alles abbauen, was alles selten abbauen. Okay. Die waren in der Erde. Kann man hier ja bestimmt Salz abbauen irgendwo. Hier ist was zum Lesen.
Müssen wir uns mal merken, dass wir hier dann irgendwo etwas finden. Ab mal da noch tief was. Also, falls hier Salz zu finden ist. Oh, greift er mich einfach an. Mit ihm nicht. Ich will ihn doch nur töten für die. Oh, na, greift er mich einfach an. Na gut, der da nicht. Ja, toll. Dann hat er nicht mal was dabei. Also, falls hier Salz gibt, merken wir uns den Ort. Achtung, Achtung, sagt er mir. Hier wollen wir nicht, oder? Nee, hier wollen wir noch nicht, aber da wäre auch ein Fragezeichen. Und da ist die Jägerin. Wir wollen ja eigentlich Sporen sammeln. 38. Ein paar brauchen wir noch. Haben wir hier schon wieder für einen Scheiß? Die müllen uns zu, das gibt's ja nicht. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Also, ist jetzt hier Salz oder nicht? Salzquelle, das heißt ja nun so. Ist hier irgendwo nach unten für Salz? Hm, wir können ja mal da drauf schießen. Ist Garn, aber da haben wir keinen Platz für. Damit vielleicht. Ne, damit kommen wir nicht dran. So geht das Holz nicht kaputt. Gut, mit einer Spitzhacke Holz kaputt machen ist jetzt auch ein bisschen fragwürdig, aber. Gehen wir halt von hier rein. Rucksack, Erde voll. Erdblockweg. Aha, ja, andersrum. Also warum ist jetzt, ah, ja, Erde. Ist Salzquelle und hier gibt es kein Salz, oder wie? Voll die Verarsche. Ist auch kein Bergwerkeingang oder sowas. Da bin ich dran vorbeigelaufen. Heißt Salzwerk und keine Salz. Oh, hier ist ein Gebäude. Können wir innen nehmen? Ja, oder? Ja, ich glaube, das gehört zur Brücke. Oder? Das hat Fenster. Hm. Und es hat ein Innen. Haben wir jetzt halt da reinzukommen. Scheint aber nicht zu funktionieren. Ja, das wird nichts. Schon wieder Erde. Hier Schutt ist ja noch schlimmer. Ja, weiß ich auch nicht, warum das Salzwerk heißt, wenn hier kein Salz ist. Oder ich habe es übersehen. Aber wir müssten es ja noch irgendwo anders dann finden können. Also regenerieren wir uns kurz. Gehen noch mal rein und gucken, ob wir noch ein, zwei Boote finden. Hier läuft ja keiner rum. Das Jägerin ist ja wohl dann da oben drin. Dann kommen wir von hier da sowieso nicht hin. So. Also ein paar Miasmasporen noch sammeln. In Salzkeller. Was voll in diesen Pilz gelaufen. Ja, auf Käfer habe ich jetzt auch keine Lust. Dann bauen wir uns noch schnell die magischen Truhen. Immerhin sind die einmal da es kleine Truhen sind. Hier war der mittlere. Sie haben einen anderen Namen, also werden die wohl größer sein.
wie die, die wir jetzt haben. Da geht es aber schon wieder in diese rote Pampe. Also auf der Seite waren ja vorhin zwei. Vielleicht sind dann da drüben auch zwei. Nicht viel los in diesem Miasma. Rote Pampe. Man sieht die auch echt schwer. Gut, wenn sie alle angreifen, sieht man so. Also, greift mich an, greift mich an. Das ist Stein, ich dachte, das wäre ein Gebäude. Das gibt's doch nicht. Wieso ist denn hier nirgends einer? Guck mal, da ist ein Haken. Ne, warte, da waren wir doch eben schon, ne? Sieht hier drin auch alles gleich aus. War denn jetzt dieser Brunnen? Der war da. Dann sind wir hier ja noch nicht lang gegangen. Ja, mal hier lang. Und auf den Wegen scheinen die auch nicht zu sein. Also ein Stück neben dem Weg. Kann keiner sein. Da ist hier irgendwo einer. Bisschen ärgerlich. Aha, hallo. Wer zu Hause? Sonst müssen wir mal. Gut, jetzt mal, guck mal, guck mal. Da ist einer. Mal mit der Ruhe hier, Kollege. So. Runter? Kann nicht so. Bei uns am Haus ist doch auch so ein Dorf oder also so drei Hütten. Da waren noch am Anfang auch zwei drin. Ne? Vielleicht sind die ja wieder da. Miasma-Flüssigkeit gibt es übrigens aus diesen ja, Champignon-ähnlichen Dingern. Und diesen großen Champignons. Miasma-Holz von den Dingern, die aussehen halt wie abgestorbene Bäume. So. Wir haben jetzt aber immer noch nicht genug. 39. Nur weil der eine nichts dabei hat, also. Oh. Gucken wir aus dem Miasma. Mal kurz Luft holen. Es scheint nicht so, als wäre hier noch irgendwo wer. Dann teleportieren wir uns hier hin. Und gucken dann in diesem Dorf bei uns. Ist das auch irgendwie mit diesem Steuern vom Gleiter? Dann wird ja wohl auch irgendwie gerade nach unten fliegen können oder so. Mir nochmal angucken. Da ist er. Hört mal kurz. Zwei Sporen. Super. Ist da noch ein Freund hier in der Nähe? Hallo. Klopf, klopf. Ja, gleich zwei. Wieder so ein komisches Schwert. Und der hatte wieder nichts dabei. Das treffe halt noch nicht. So, komisches Schwert wieder auseinanderbasteln. Zwei, ja gut, dann machen wir jetzt halt zwei magische Truhen und nicht drei magische Truhen. Haben wir immerhin ein bisschen Platz. Wo ist unser Haus? Da lang. Müssen. Oh, nee, hier komm. Gib mal drei Sporen. Ah, kein. Das ist ja jetzt enttäuscht. Er hätte ja gar nicht sterben müssen. So. Magische Drohnen. Kleine Drohne nicht im Inventar. Mal das mit dem Bauhammer, dann haben wir hier Platz. Der kurz da rein. Ne, wir können ja gar nicht.
Aber wir brauchen bestimmt einen freien Platz, also. Magische Truhen. Ah, ich habe uns hier auch so ein, was auch immer, Ofen oder so. Ein Bett. Also. Strohmatte. Und eine Kerze, weil nachts war hier echt dunkel. Schön mit einem Totenschädel drauf. Kann ich euch nochmal kurz zeigen, wie man die herstellt. So, wir gehen hier runter. Komfort, Lichtquellen. Wir benötigen eine Kerze. Das Garn können wir hier aus diesen kleinen Ästen, also nicht Äste, sondern dieses Grüne machen. Wachs kriegen wir von Bienen. Dann braucht man hier noch Harz und Knochen. Und dann konnten wir mit der gefertigten Kerze so eine Totenschädelkerze machen. Hier aus Pflanzenfaser, daraus machen wir Garn. Oh, und wenn wir 5 Glühwürmchen finden. Gut, den einen Glühwürmchen habe ich ja vorhin weggeschmissen. Können wir noch so ein paar Lampen bauen. Die könnten wir draußen hinhängen. Warte mal. Haben wir doch gerade eingesammelt, oder nicht? Oh, Dorfwetzen. Ganz schön teuer, so eine Lampe. Eine Stehlampe. Oder eine Wandlampe. Komfort bringt das beides. War echt teuer, dieses Harz. Gucken wir kurz mal draußen, was besser passt. Also momentan würde ja noch, weiß nicht, ob wir die einsammeln können hinterher oder ob man, wenn man sie einmal angebracht hat, zum Entfernen dann halt kaputt machen muss. Das wäre ärgerlich. Kisten und so können wir ja umsetzen. Und die Fackel leuchtet ja schon gut. Oben über die Tür oder neben die Tür oder so. Hier drinnen. Hier kommt ja bestimmt noch irgendwas hin. Oder da in die Ecke. So, ja, wir machen so ein Standding und stellen die da erstmal in die Ecke. Haben wir halt drinnen ein bisschen Licht. Gehen wir uns hier mal kurz dahin. So. Auch sehr ratsam in der Holzhütte ein Feuer. So, die magischen Truhen. Haben die jetzt mehr Platz? Also die Größe ist schon mal gleich. Die stellen wir lieber draußen hin. Da ist ja die Tür. Machen wir das da eine. Wir haben noch eine zweite gebaut, oder nicht? Da. Ja, die stellen wir einfach daneben. So. Drei rein. Gucken, was haben die hier? Rein. Okay. Der Platz. Kommt hier erstmal Kram rein. Das hier, das da. Einen wichtigen Metallschrott, die Sporen. Wir machen mal hier das Miasma-Zeug rein. Holz, Feuerstein. Diese Spinnen haben wir ja auch davon. Machen wir mal so. Na und diesen Kopf. Der ist ein Material. So, dann können wir hier Sachen rausnehmen. Und da haben wir auch noch. Ach, kein Platz mehr. Kommen hier jetzt die teuren Sachen rein. Da.
Kalkstein. Also gut. Hier Sand und Stein und so. Halt nur, weil wir es jetzt hier vorne noch nicht finden können. So. Mal gucken, hier sind ja so Runen drin. Das ist natürlich falsch. So. Und die Runen hier hin. Ja, richtig aus soweit. So. Jetzt können wir die aufnehmen. Hoffentlich ist sie nicht kaputt. Ist heile. Okay. Ist immerhin gut. Dann können wir die Kisten nämlich auch immer wieder verwenden. Viel besser aus. Dann haben wir da diese teuren Sachen. Hier Miasma-Sachen. Die andere Kiste. Haben wir hier neben den Tisch. Weil wenn wir sie schon haben, können wir sie auch benutzen. Das war nur eine winzige Truhe. Aber das macht ja nichts. Hier haben wir Baumaterial drin. Und halt die eine Kiste, die wir jetzt noch nicht umbauen können. Wir können ja in die eine die Sachen machen, hier so Blöcke. Womit wir bauen können. So. Alle, ne? Ja. Tauschen das aber mal. Oh. Haben wir noch Stoff, Feuerstein. Das hat uns ja einen neuen Block freigeschaltet. Holz. Harz. Das und das, dann ist hier voll. Den Bauhammer schleppen wir am besten immer mit uns rum. Oh, Mais. Warte mal, das ist noch eins von diesen seltenen. Glaube ich. So. So, so, so. Ziel. Schön wäre, wenn vielleicht im Laufe des Spiels man, also, ist ja noch in Entwicklung, die vielleicht beschriften könnte. Also einfach so antippen und dann. Ganz einfach mit, dass du also nichts Kompliziertes, nur schreibst da rein hier Miasma-Sachen und so, wie wir das jetzt machen. Jetzt haben wir auch wieder Platz, jetzt können wir wieder looten. Haben wir umgestellt, die Flamme will auch irgendwas von uns. Warte, ich bin im Bauhammer, das ist gar nicht gut. Aber sehr empfindlich, du. Was will die Flamme? Funken für den Flammenaltar. Funken für den Flammenaltar. Ja, die habe ich ja schon. Ah, guck mal, Harz haben, kriegen wir hier von Bäumen. Roten Pilz steht hier so dumm rum. Knochen haben wir ja auch schon, kriegen wir von Wölfen. Tierfell haben wir auch. Ja, erstmal passiert. Ah, okay, das heißt, vielleicht verwandelt sich dann einiger Roter. Erstmal da, wo wir reingehen, wo dann oben steht. Achtung, tödliches Miasma. Wo sofort die Zeit abgezogen wird. Wandelt sich dann bestimmt und wir können da dann, also in einige auch rein. Wir können mehr Altäre platzieren. Attributsbonus. Und länger im Miasma. Mal 5. Na, ja, Harz haben wir nicht. Das brauche ich. Brauchen wir gar nicht gucken. Da haben wir ja eben für die Wandfackel ausgegeben. Und das hier, ja gut, das braucht man echt gar nicht. Der Bauplatz reicht aus und das ist ja nur das Startgebiet. Da hinten leuchtet es rot. Das Miasma oder?
mal genau geradeaus. Ach, das ist das Miasma, wo wir vorhin reingelaufen sind. Vielleicht können wir dann da rein, aber wird auch gar nicht so auf der Karte gezeigt. Aber gut, vielleicht sind hier bald noch Quests und dann hier unten das bleibt oder so. Auf jeden Fall kriegen wir ja Fähigkeitspunkte durch diese Elixierbrunnen. Dann machen wir mal also die Jägerin, dann holen wir machen die Jägerin, porten uns hier hin, springen runter, machen diesen Elixierbrunnen. Und vielleicht hier noch, je nach haben wir dann hier wieder Zeit, die aufgefüllt wird. Müssen wir gucken, wie lange das beides dauert. Und dann kann man, wenn noch Alchemist machen oder man verbindet Alchemist dann mit diesem Elixierbrunnen. Falls wir da zu diesem Miasma überhaupt schon hin können. Kann ja sein, dass es noch eins von diesen roten ist. Wo wir jetzt ohne diese Aufwertung da nicht hin können. Müsste ich noch ein bisschen Harz sammeln. Einen anderen Kram haben wir ja da. Könnten wir das aufwerten. Und nachts sieht man ja gut, welches von diesem roten hier in der Nähe, da hinten leuchtet es ja auch noch rot. Welches sich verwandelt oder heller wird oder weiß nicht. Müsste ja also Anzeichen geben. Also vielleicht ändert sie Farbe. Wollen wir mal gucken. Dann schalten wir uns das nächstes Mal erstmal frei und dann holen wir uns die Jägerin. Weil da kommen wir ja auf jeden Fall besser hin wie zu diesem Alchemisten. Da wissen wir ja noch nicht, was da bei ihm ist. Ob da auch ein Miasma ist und so. Haben hier schön unser Taschenlampenschwert. Dann hoffe ich, hat euch wieder gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.